Hallo Klickenabendler, wir sind in Berlin auf der Spiel des Jahres Veranstaltung und neben mir ist der Mann des Jahres, Wolfgang Warsch. Hallo, grüß euch. Also wir haben ja intern schon... Lass uns sagen, ich bin ein Klickenabendler. Auch wenn du Lust hast, gerne. Ja. Mein Name ist Wolfgang Warsch und ich bin ein Klickenabendler. Wir haben schon intern gewitzelt, wir schreiben das Jahr 0NW, 0 nach Warsch, weil du ja drei Titel auf der Nominierungsliste hast. Wobei, es wäre nicht ganz fair. Du hast sogar schon vorher was veröffentlicht. Zwei Spiele, eins bei Zoch, soweit ich das noch weiß, war ein Partyspiel. Ja, genau. Und bei Piatnik im Schattenmeister, was im Prinzip ein Familienspiel ist. Und wie lange hat es jetzt gedauert, dass die drei Spiele, die jetzt auf den Markt kommen, zur selben Zeit rauskamen? Also wahrscheinlich waren manche mal zwei Jahre in Entwicklung, manche drei Jahre. Das dauert ja alles so ein bisschen. Das ist relativ flott eigentlich gegangen bei diesen Spielen. Die sind wirklich alle innerhalb von Zeitraum von, ich sag mal, 5 Monaten entwickelt worden ungefähr. Weil The Mind einfach super schnell fertig war, innerhalb von einer Woche, habe ich schon gesagt. Illusion war einfach das Entwickeln der Grafiken sehr aufwendig, aber sobald ich die Karten alle fertig hatte, war das Spiel eigentlich auch innerhalb kurzer Zeit fertig. Was einfach dadurch, dass die Regeln so simpel sind und man keine Stellschrauben hat, mit einem großen Strategiespiel, wo man 2 Jahre lang umstellen muss, war das innerhalb kurzer Zeit fertig. In Nürnberg 2017 habe ich dann den Thorsten getroffen, Thorsten Gimler von Schmidt-Spiele. Und der hat halt gemeint, ob ich eine Idee hätte für ein Roll-and-Ride-Spiel und als nochmal Nachfolger. Und diesen Würfelmechanismus, dass ich sage, ich wähle einen Würfel aus und muss alle niederen wieder weglegen, diesen Mechanismus hatte ich schon länger im Kopf, habe ihn auch schon für ein paar Spiele verwendet gehabt, als Prototyp, wo ich aber nicht hundertprozentig zufrieden war. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen, habe sofort diesen Mechanismus hergenommen und das ist einfach geflutscht und war auch in 2, 3 Wochen fertig. Und in Nürnberg, als er mich eben gebeten hat, ob ich da irgendetwas hätte, also Roll and Write, habe ich ihm eben auch die Quacksalber von Quedlinburg schon gezeigt. Also das Ganze war relativ in kurzer Zeit fertig, aber die Nachbearbeitungszeit, sozusagen nach Vertragsabschluss, vor allem die Quacksalber von Quedlinburg, aber auch ganz schön clever, hat mich dann sicherlich noch einmal 6 Monate Arbeit gekostet, vom letzten Jahr ungefähr. Also ich muss gestehen, es ist alles sehr flott gegangen, aber es geht halt nur dadurch, da halt 2 wirklich sehr kleine Spiele auch dabei waren. Das heißt, du hast dich auch, was ja auch kein Unding ist, ist ja auch gang und gäbe, inspirieren lassen. Also bei ganz schön clever sozusagen von nochmal, dass sowas in der Art rauskommt. Ich habe nochmal, ehrlich gesagt, nie gespielt gehabt, bevor ich ganz schön clever gemacht habe. Ich wusste nur, es ist ein kleines Roll-and-Ride-Spiel. Ich habe es nachher dann einmal gespielt, aber ich habe einfach nur, es war ja auch anfänglich größer. Wie ich es eben jetzt erwähnt habe auch, es war ja eigentlich ein Spiel mit einem Thema, es hat Dice Farmers geheißen, es war noch ein Spur komplexer, es hat noch eine zusätzliche Aktion gegeben. Es hat noch ein zusätzliches Feld gegeben und es war ein richtig großer A4-Zettel eigentlich. Und es ist dann eigentlich runtergeschrumpft worden, eben auf Normalgröße und insofern, ja. Und bei Quacksalber ähnlich oder hast du vorher mal so ein Dice-Backbuilding-Spiel gespielt und dachtest, oh, das ist eine coole Mechanik, möchtest was anderes draus machen? Gar nicht. Da ist die Idee eigentlich von Dominion eher hergekommen, was ja immer noch eins meiner liebsten Spiele ist, wo ich immer das Gefühl hatte, dieses... Eines der schönsten Momente in Dominion ist, wenn du eine Zweiermünze ziehst und noch eine Dreiermünze und noch eine Dreiermünze und vielleicht sogar noch eine Dreiermünze. Man hat so dieses Gefühl, ich muss jetzt riesig shoppen gehen und ich muss das Geld ausgeben. Das ist das Schönste, was du hast, du sagst, ich muss jetzt das ganze Geld ausgeben. Und diesen Moment wollte ich gerne anfangen, einfangen und wollte eben ein reines, auf Münzen basierendes Spiel machen. Und mir war klar, dass ich von Anfang an wirklich Münzen nehmen will und keine Karten oder sonst etwas. Und es war einfach dann einfach aus der Not heraus, wie mischt man Münzen? Du musst es ja trotzdem mischen, du brauchst einen Sack. Also rein in den Sack und rausziehen. Und dadurch hat sich eigentlich das Backbuilding ergeben. Jetzt nicht aus der Idee heraus, ich will ein Backbuilding als Mechanismus machen, sondern aus der Not heraus, dass ich sagte, ich muss die Münzen ja irgendwie mischen. Und der Push-Your-Luck-Mechanismus hat sich dann einfach schnell ergeben, weil ich sagen wollte, okay, ich will jetzt nicht, dass du einfach 5 Münzen ziehst und aufhörst, aber du musst ja irgendwie einen Stopp einbauen, dass du sagst, du sollst ja nicht unendlich ziehen. Und dadurch war relativ flotte Idee da, dass du sagst, okay, verschiedene Farben und eine Farbe davon führt dazu, dass du dann eben stoppen musst oder eben eine Aktion auslöst. Daher. War das dann bei Illusion dann auch ähnlich? Das kam ja auch von dir raus. Ist jetzt mal eins der Wahrspiele, die nicht auf der Nominierungsliste stehen. Ja. Was mich ein bisschen erinnert auch an Anno Domini, aber ja, das Farben ja das richtig Innovative dann da ist. Da war es eben so, bin ich ja nicht von Anno Domini ausgegangen, sondern da hatte ich einfach die Idee, ursprünglich wollte ich auch. Also bei The Mind ist ja so, du hast ein kooperatives Spiel, wo jeder Spieler 100% an Informationen besitzt. Richtig, ja. Du hast aber keine Ahnung, wann du spielen sollst. Und ich wollte ein Pendant dazu machen, dass du sagst, alle Spieler, auch kooperativ, können sich die Informationen austauschen. Du weißt aber nicht zu 100%, welche Zahl du hast sozusagen auf der Hand. Und das war eigentlich die Grundidee. Ich wollte eigentlich als kooperatives Spiel starten, wo dir die Menge an Farben vorgibt, welche Zahl du hast. Du weißt es aber nicht genau. Und das im Spiel ist aber letztendlich in der Entwicklung dann eben aus diesem kooperativen Ansatz eben dann dieser Anno Domini-Ansatz geworden.
Und ja, so ist es dann entstanden. Haben wir dann in den nächsten Jahren noch weitere Warspiele, die ankommen? Soweit ich weiß, in Essen kommt ja ein schönes kooperatives von dir raus. Ja. Als Laufspiel, soweit ich noch informiert bin. Richtig, richtig. Es kommen jetzt noch ein paar Spiele raus, aber ich muss sagen, dann ist dann langsam die Pipeline einfach mal zu Ende. Es ist relativ leer. Es kommt jetzt in Essen noch ein paar Sachen raus, es kommen in Nürnberg noch ein paar Sachen raus. Soviel ich weiß, darf ich die meisten Sachen jetzt schon sagen. Also in Essen wird jetzt noch ein kleines Roll-and-Ride-Spiel von mir rauskommen, aber viel mehr, viel simpler, viel mehr Familienlevel. Ich sag nur dum, 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 genau. Dum, dum, dum. Das ist jetzt übrigens eine russische Musik, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Das wird bei Schmidt-Spiel auch erscheinen. Und dann wird eben ein kooperatives Würfelspiel erscheinen, Fuji bei Feuerland, auf das ich mich schon sehr freue. Da habe ich gestern zum ersten Mal das prototypenfertige Spiel gesehen mit einer tollen Grafik. Bin ich schon sehr gespannt, wie das ankommt. Und für Nürnberg ist dann noch geplant, ein größeres Spiel noch einmal bei Schmidt-Spiele. Den auch Würfel sind. Da kommt jetzt noch einiges an Entwicklungszeit jetzt auf mich zu in den nächsten Wochen, Monate. Geplant ist in Nürnberg auch noch ein kleineres Speedkartenspiel bei Pertnik, das erscheinen wird. Und das darf ich jetzt auch schon sagen, es wird noch ein Partyspiel bei Spielwiese erscheinen. Das wird entweder fix in Nürnberg schon rauskommen oder es wird zumindest vorgestellt werden in Nürnberg. Da muss man schauen, wie sich das Ganze zeitlich ausgeht. Ja. Und dann ist erstmal die Pipeline, da musst du erstmal wieder kreative Ader schöpfen. Nein, das Wichtigste, ganz schön clever, ein weiterer Block wird das darf ich auch schon ankündigen, aber erst ist zwar schon fertig, aber wird in Nürnberg dann auch rauskommen. Das ist sozusagen einfach nur ein weiterer Block mit weiteren Mini-Aufgaben. Ich darf schon sagen, eine zusätzliche Aktion, die möglich ist. Das Ganze ist aber dann nochmal einen Schritt höher. Also ich sage mal, das ist dann wirklich Kenner-Kenner-Niveau mittlerweile, kann man sagen. Aber alle, die das Grundspiel kennen und spielen können, werden das, schnell ins Spiel reinfinden. Aber wahrscheinlich ein paar Spiele brauchen, um das wirklich komplett, auf einem guten Punkteniveau zu spielen. Also ich mag ihn sehr, wir haben schon zweimal gespielt, ich finde ihn super. Wirklich? Ja, cool, ja. Freue mich. Sehr schön, wunderbar. Und wie schaffst du das dann neben deinem Beruf? Du hast ja vorhin kurz deinen Beruf erwähnt, irgendwas mit Bio. Ja, genau. Zurzeit geht das Ganze ein bisschen leichter. Ich wollte jetzt während der Konferenz nicht lange ausholen. Also ich muss sagen, ich war jetzt 12 Jahre lang in der Krebsforschung auf der Uni. Ich hatte jetzt ein Stipendium, das November letzten Jahres sozusagen ausgelaufen ist. Und für mich war jetzt die Entscheidung, bleibe ich auf der Uni, mache ich weiter Uni-Karriere, mache ich eine Professur etc. etc. Oder wenn dann jetzt, mache ich nochmal einen Wechsel in eine andere Branche. Und für mich war immer schon seit ein, zwei Jahren klar, ich will gerne mal in Privatwirtschaft wechseln, Pharma, was auch immer. Und für mich war jetzt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen beruflichen Wechsel und ich würde mir jetzt gerne einfach mal ein bisschen eine Auszeit nehmen und mich nur auf die Spiele fokussieren. Und ich habe meiner Frau gesagt, wenn, dann mache ich das jetzt. Weil wenn ich jetzt einen neuen Job habe mit 40, 50 Stunden in der Woche und zwei Kinder zu Hause, werde ich diesen Job nicht riskieren und sagen, ich bin dann weg und das war's dann. Das heißt, zurzeit gönne ich mir eine Auszeit, wo ich mich komplett auf die Spiele fokussiere. Ist es aber nicht, sondern ich strebe es jetzt nicht an, Vollzeit zu machen, aber ich genieße jetzt mal die Zeit. Die drei Nominierungen haben mich da jetzt, sehr unterstützt, weil ich jetzt mal sagen kann, dass durch diesen mal finanzielle Aspekt im Ganzen im Hintergrund. Ja, du sagst, geht sich das finanziell jetzt aus, dass ich das jetzt ein Jahr lang jetzt keinen fixen Vollzeitjob habe und das hat das Ganze unterstützt. Schön wäre, wenn das Ganze so laufen würde, dass ich das vielleicht Teilzeit schaffen würde, dass ich sage, Halbzeit, einen fixen Job, Halbzeit, das hier weiterzumachen. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahre zeigen, sagen wir mal so. Aber mir ist klar, es ist hart, sowas als Vollzeit zu machen. Aber ich möchte es jetzt einfach mal ein paar Monate genießen, ohne nebenbei einen zweiten Job zu haben. Ja. Ich bin sehr gespannt. Einen besseren Anlauf kann es nicht geben wie dieses Jahr. Ja, das stimmt. Das war ein guter Start. Also. Und freue mich jetzt schon auf Nürnberg und Essen, dich wiederzusehen mit deinen Neuheiten. Super. Ich auch, wunderbar. Und Ihnen auch einen wunderbaren schönen Tag, viele gute Interviews. Danke sehr, danke sehr. Und genieß dann irgendwann mal die ruhige Heimfahrt mit deinen Preisen. Ich werde es probieren, ja, auf alle Fälle. Danke. Ciao. Ciao.